Mit diesem musikalischen Begrüßung willkommen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Republic. Ja, Julian Bashir, aka Janina, hat ein Lied vor sich hin geträllert und ich dachte, ich drücke einfach mal ganz frech die Aufnahmetaste. Wie frech. Ja, so, wir sind wieder hier auf Corellia. Wir stehen da wie die Orgelpfeifen übrigens. Ja. Bei mir. Also schön nebeneinander, so auf so, ja. So schräg, das ist eine richtig coole Positionierung irgendwie so. Nein! Oh, Shit, das ist sehr Nein, jetzt will ich es auch nicht mehr. Wir haben ja aufgehört. Ich habe auf die falsche Maustaste gedrückt. Forschung und Entwicklung ist das, glaube ich, ne? Oh, das ist ja meine Story. Nee, das ist unsere Planetenquest. Ach so. Oh. Weil du nicht rein bist, dann dachte ich automatisch. Es geht nicht nur um dich, Janina. Ja. In diesem Spiel geht es nicht nur um sie. So. Ja, wir sind wieder hier. Aber ich bin noch der Held meiner Story. Oh Gott. Everyone can shape his own story. Yes. Gut. Ja, wir sind wieder hier bei... Wie viel gibt's hier eigentlich Unterwelt? Alter, wie viel Unterwelt... ich brauche gar keine mehr. Ich hab schon, bin schon eine Legende. Bei der Gruppierung. Ach, das hätte ich auch mal machen können weiter. Ja, muss man, weil es gibt ja... Hast du nur 5000 irgendwie Weekly Cap? Du brauchst... Ja. Ich hab bis jetzt gebraucht, bis ich's voll hatte. Weil halt jede Woche... Ich hab dich seit Tagen nicht mehr angeguckt. Ja. Oder Wochen. Seit wir das letzte Monaten. Mal gespielt haben. Jahren. Ja, wir sind hier bei Star Republic, ja. nicht so lange her, dass wir aufgenommen haben, tatsächlich. Dieser Bereich hier kommt mir tatsächlich mal völlig unbekannt vor. Mir auch irgendwie. Auch gerade. Sieht irgendwie aus wie eine Mischung aus Coruscant. Oder? Wir kriegen nicht mal... Ach doch, hier ist ein Bonus. Na dann. Na dann töten wir sie. Ja, das Lied geht immer weiter. Man muss nur ruhig sein, dann kommt es ganz allein. In die Stille hinein. So. Ja, ich muss immer noch dazu kriegen, es nachzudenken. Ja, ich glaube, das wird dir sogar gefallen. Ja, glaube ich. Hast du bei Hamilton ja auch gesagt. Ja. Das wird jetzt aber nicht wieder 2 Jahre dauern, bis du mir das glaubst. Ja, das ist doch schon fast ein halbes, oder? Oh, hübsch. Passt doch überhaupt nicht zur Größe, aber okay. Sehr subtil. Oh mein dieser Gott. Blick auch immer, dieser toten Augen. Ich sag's ja nicht. Hallo, das sind sehr lebendige Augen. Ja, ja. Ich bin nur tot für, weil wir volle Bullshit machen müssen. Noch. Ja, ja. Sehr lebendige Augen. Mhm. Definitiv. Selbstverständlich. Mhm. Ist gut joggen. Was hat er denn? Auf die Beine und in die Schlacht. Ach so. Ist ein bisschen sehr übermotiviert. So, wie viele gelbe Drops kriegst denn du? Hä? Hab ich doch nicht. Bei mir war's gelb. Da kriegst du Tech-Fragment-Dinger und so. Ach nee, ich hab eine Ressourcenmasse. Genau, genau. Das hast du bei der ersten Gruppe und jetzt hier schon wieder und ich nicht. Dafür hast du die zwei. Die brauche ich ja nicht mehr. Ja. Da kann ich jetzt leider schwer helfen. Das reicht jetzt! Das reicht jetzt! Sagt Corso. Er ist auch der Meinung, dass du jetzt genug bekommen hast. Also Corso, jetzt schimm mal hier deine Base. Ich bin jetzt dran. This is my time. This is my time. Wie kommt das jetzt her? Was? Was kommt woher? This is my time. Ja, ist doch, das heißt eigentlich, this is my life, this is dieses blöde Lied. Ich glaube, die können wir jetzt auslassen. Okay. Ach ja. I'm not convinced. Da kommt noch eine Gruppe. Ich weiß. Aber das sind Imperiale. Du müsstest doch eigentlich die Erste sein oder der Erste sein, der die alle umbringt. Ich bin halt etwas müde in meinem Job.
Sieht man in den toten Augen. Oh, da kommen ja noch mehr Personenschütze. Ach ne, Plasmaschütze. Achso, du hast du betäubt. Ist wurscht. Musst du vorher sagen. Oh, was Lilanes? Was? Ja, Unterwelt-Syndikatspläne. Mann, wieso kriegst du immer so viel? Du doch eh nicht. Ja, und? Ich habe jetzt eins mehr als du. Ich fühle mich trotzdem ungerecht benachteiligt. Immer diese Nachteiligten. Ja. Aber das ist tatsächlich der erste Tag, an dem ich keine Lust habe zu laufen. Oh. Nach gestern. Ach so. Ja, das ist... Ohne Ansage geht das halt schlecht. Naja. Nochmal. Communication. Ich dachte, du siehst das. Ach du Gott, wie viel ist denn hier noch? Nichts mehr. Ah. Wow. Ach, das ist gar nicht unser Kontakt. Da ist unser Kontakt. Bleibt, wo ihr seid. Und zwar alle. Ich lasse nicht zu, dass ihr noch mehr Schaden anrichtet. Diese Türen waren aus purem Durastahl mit mindestens 5 Schichten. Wie seid ihr überhaupt reingekommen? Ich musste rein, um mich um eure Droiden zu kümmern. Ah, die Truppen der Republik. Eine schreckliche Sache. Ich kann euch versichern, dass meine Droiden nicht dafür verantwortlich sind. Sie sind für den Kampf ausgerüstet. Aber nur zu Verteidigungszwecken. Ihr müsst sie nicht zerstören. Schaltet die Droiden ab oder seht zu, wie sie zerstört werden. Ich werde mit einem bewaffneten Eindringling nicht diskutieren. Lasst mich nur eben die richtigen Einstellungen vornehmen. Diese Droiden sind mein Meisterwerk. Ich kann nicht zulassen, dass ihr sie zerstört. Tut mir leid. Ach, der greift uns an. So. Ich wusste nicht, was er meint. Jetzt aber! Ja, weiter da stehen bleibt mit den verschränkten Armen. Boah, das hat sich gelohnt, würde ich sagen. Da ist noch einer. Wow, das war damals bestimmt ganz schön knackig. Mhm. 2 Elite-Druiden. Allein. Ja, nein. Was? Tut mir leid. Diese Droiden könnten Gleiter in der Luft zerstören. Sie wurden gegen die stärksten Einheiten des Imperiums getestet. Ja, die Droiden wurden für das Imperium gemacht. Ich habe die Entscheidung des Rats unterstützt. Das ist keine Schande. Die Republik scheitert und man erwartet, dass brillante Leute wie ich mit ihr untergehen. Da mache ich nicht mit. Ziemlich arrogant, was? Bis ihr aufgekreuzt seid, waren meine Droiden unzerstörbar. Ich erwarte nicht, dass ihr das versteht. Ich muss mich eben der jetzigen Lage anpassen. Wenn die Republik die Zukunft von Corellia ist, bin ich bereit, meine politischen Ansichten zu vergessen. Ihr habt meine Entwicklungen in Aktion erlebt. Ich könnte ähnliche Dinge für die Republik entwerfen, wenn man mich dort will. Wenn ihr dazu bereit seid, könnte die Republik eure Fähigkeiten gebrauchen. Ich sage meinen Mitarbeitern Bescheid. Erschießen können wir ihn immer noch. Die Republik ist vielleicht klüger, als ich dachte. Nein. Im Krieg, guck mal, Wernher von Braun zum Beispiel, ne? Ich sag's ja nur, im Krieg. Die Droiden des Imperiums wurden zerstört. Der General ist beschäftigt, also müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen. Korsak wird bald da sein, um sich um Danison Varik zu kümmern. Ich hatte nicht erwartet, dass die Informationen des Ratsmitglieds stimmen würden. Euretwegen bin ich froh, dass dem so war. Ratsmitglied Belos wird noch genug Gelegenheit haben, uns zu hintergehen. Wenn er schlau ist, lässt er es bleiben. Wenn nicht, bekommt er es mit mir zu tun. Das Tal der Arbeit ist jetzt unter Kontrolle. Und als nächstes hat die Republik den Axialpark im Visier. Das Imperium hat einen Großangriff gestartet, um uns von dort fernzuhalten. Armeen, Kampfläufer, Gräben. Die Leute nennen es jetzt schon die Schlacht um den Axialpark. General Aves braucht jede Hilfe, die er kriegen kann. Was ist der Axialpark? Der grünste und symbolträchtigste Fleck in Coronet City. Dort gibt es Monumente und Museen, im Gedenken an jeden galaktischen Konflikt der Vergangenheit. Der Axialpark ist nur eine kurze Bahnfahrt vom Kapitolplatz entfernt.
Wenn wir diesen Kampf gewinnen, sitzt das Imperium in der Klemme. Begebt euch zum Axialpark und meldet euch beim General. Er sagt euch dann, was zu tun ist. Mhm. Okay. Darauf erstmal eintrinken. Hm. So, wo müssen wir überhaupt noch hin? Da oben können wir uns jetzt warten. Ist noch schnell, deine Mission ist weiter oben. Wir müssen hier raus erstmal laufen. Aber wir sind ja alle tot. Stimmt auch wieder. Aber ich glaube nicht, dass es. Nee, deiner Mission gibt es keinen Schnellreisepunkt. Wir können da eigentlich gleich runter, oder? Sicherlich. Aha. Wenn das richtig ist, wo wir hier lang gehen? Ja. Yes. Ach ja. Man fragt sich doch immer, wer die Architekten sind. Mhm. Also das ist schon eine merkwürdig, gerade wenn man sich die Karte anschaut. Das ist echt ein merkwürdiges Layout. Hm. Immerhin, es ist mal nicht dieselbe Standard-Einrichtung, die wir sonst immer sehen. Ja, war ja auch Planetenquest. Das war wahrscheinlich den Entwicklern wichtiger damals. Dass ja, das gut, nicht ganz das so gleich aussieht. Das hat auch nicht unbedingt mehr ausgemacht. Ja gut, was soll man sagen? Was denn? Oh nein. Ah, schön. Ich dachte schon, ich habe wieder eine Gilden-Meldung. Für alle Ewigkeit da. Forever and ever and ever and ever and ever. You'll be back. Ja, sagst du doch immer zur Gildenmeldung. You'll be back. Ja. Ach ja. Und das hab dir ja geschrieben, oder? Kannst jetzt in Ruhe, also wenn das rauskommt, nicht mehr, aber kannst jetzt in Ruhe Critical Role nachholen. In Ruhe ist gut, wann? Im Juni war ja jetzt pausiert. 4 Wochen. Ach so, stimmt, wegen ja, diesem Calamity-Ding. Stimmt. Also das kann man ja auch mal irgendwann gucken, aber es ist jetzt nicht so, dass das eine fortlaufende Sache ist. Die kann man später auch mal gucken. Und dadurch ist jetzt erstmal 4 Wochen. Oh. Du bist dran. Ja. Wie bei Pokémon. Du bist dran. Ach ja, stimmt, das sind ja die ganzen. Alle sind hier. Die Party kann steigen. Wir haben einen Haufen Sprengsätze und Kanonen mitgebracht. Wir sind bereit. Wer kennt diese Fabrik am besten? Hendrik und ich. Wir haben beide vor der Invasion hier gearbeitet. Ja, ich hab mir gedacht, wir sollten möglichst ziemlich viel von der Ausrüstung hochgehen lassen. Die Imperialen mal so richtig in die Luft jagen. Was? Überleg doch mal, Hendrik. Wenn wir hier alles zerstören, wo arbeiten wir dann, wenn die Imperialen weg sind? Wir sind hier, um die Imperialen zu erledigen. Die Ausrüstung so zu manipulieren, dass sie ihnen um die Ohren fliegt, ist der beste Weg dafür. Corellia muss wieder aufgebaut werden. Die Fabrik muss intakt bleiben. Ich hoffe, das ist die richtige Entscheidung. Das könnte noch ein großer Nachteil für uns werden. Wenn die Imperialen uns dazu bringen, unsere eigenen Fabriken zu zerstören, haben wir schon verloren. Bringen wir einfach unsere Leute in Stellung. Ich hätte Schorgen schon lange rausgeschmissen. Hm. Immer den Offizier während eines Einsatzes zu kritisieren. Hendrik, Charo, alle bereit? Wir sind bereit. Habt ihr noch irgendwelche Befehle, Major? Wir sind nicht hier, um etwas zu beweisen. Bleibt einfach am Leben und sorgt dafür, dass die Imperialen es nicht tun. Ich werde es mir vornehmen. Sie sollen bezahlen. Ja. Money, money, money. Must be funny. Gehen. Oh, das erinnert mich ans schwarze Loch. Ja, wollte gerade sagen, das ist hier so nur ein bisschen noch toxisches Zeug auf dem Boden. Und schon passt's. Ein bisschen finsterer, ne? Mhm. Ist ja auch das schwarze Loch. Wow. Auf.
Der Jedi-Sprung war mein Highlight. Ja. Absolut. Genauso wie der, der sich hier aus dem Weg gerollt hat. Wir müssen uns bereit machen für die imperiale Verstärkung. Okay. Und jetzt müssen wir sie besiegen. Okay. Und jetzt müssen wir uns wieder bereit machen. Okay. Meine ganzen Buffs zünden. Und jetzt müssen wir sie wieder besiegen. Oh, jetzt kommt schon der Sith. Der soll jetzt mal. Tada, sprich mit Henry. Das war schon. Ah. Jetzt musst du wieder mit Hendrik Streeck sprechen. Ja. Schöne Farbschaffung. Wir haben es geschafft. Wir haben sie alle besiegt. Jeden einzelnen. Siehst du? Wir haben es geschafft. Und die Fabrik steht noch. Ich wusste, dass es klappen würde. Ja, ja, schon gut. Das war Stoff für ein Holovid, Jungs. Einfach unglaublich. Glaubt ihr, dass ihr es bis zu euren Verstecken schafft? Klar, macht euch keine Sorgen, Major. Wir können von Glück sagen, dass ihr uns angeführt habt, Major. Wir brechen besser auf, Jungs. Wir müssen hier aufräumen und weg sein, bevor noch mehr Imperiale kommen. Danke nochmal, Soldat. Nett. Benutze deinen Holocom. Das werde ich wahrscheinlich wieder mit. Chaos-Trupp an General Gaza. Mission abgeschlossen. Der Hinterhalt war ein Erfolg. Ausgezeichnete Neuigkeiten, Major. Rakton wird sich jetzt sicher zweimal überlegen, wo er seine Truppen hinschickt. Locke und ich sind in einem republikanischen Unterschlupf im Axialpark. Meldet euch umgehend für weitere Befehle. Unsere Truppen kommen bald an und wir müssen ihnen eine sichere Landezone freiräumen. Bin unterwegs, General. Sehr gut. Gaza Ende. Alrighty. Ja. Dann würde ich sagen. Achso, stimmt, wir können ja jetzt reporten, ne? Ja, ich weiß nur nicht, wo, die eine Mission war da so komisch mittendrin, die wir abgeben müssen. Erstmal gehen wir zum Arbeiterwohnbereich. Mhm. Frage: Wollen wir nicht kurz mal rausgehen und uns da oben nur noch diesen einen Bereich erkunden? Ich bin jetzt schon weg. Sorry. Ich schau mal schnell raus. Weil wenn der zu weit weg ist, dann lasse ich das im Portal genauso schnell. Nein, nicht genauso schnell, du weißt, was ich meine. Okay, nee, das dauert. Der ist zu weit weg, du musst das da runterfahren zum Beispiel. Ja, da geht's nicht durch. Okay, ich komme. Fuck this! Don't shoot the sheriff. Oh. Shota vedulum ma asush acherdu ye asu asija ushehi. Remesamu hushoi lachem yehuda. Ochlum seba machati larem et hul. Bintumare habet ma shomaniforus hakoshobush ush toshulispu. Hushush kapurush. Okay. Ist doch und schön. Jetzt zum anderen halt. Zur Basis. 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 Oh yeah. Ja, ich war jetzt in Doctor Strange. Ja, das habe ich so halb am Rande mitgehört, mitbekommen, gemerkt. Ist ja schon ein bisschen her jetzt, wenn die Folge rauskommt, aber war schön. Okay. Kann nur jedem, wenn er den Film jetzt vielleicht auf Disney Plus guckt, wenn er dann mal rauskommt, empfehlen, vorher WandaVision zu gucken. Und vielleicht die ein oder andere Folge What If. Oh Gott, das habe ich auch noch gar nicht geguckt. Ich habe auch immer noch nicht Spider-Man geguckt. Ja, ich glaube es nicht. Ja. Ich hätte sonst nicht gedacht, zumindest, dass jemand die Explosion der Fabrik verhindern könnte. Das war ein verdammt großes Risiko. Und eine Menge Leute verdanken euch ihr Leben. Gehört alles zum Service. Ich wünschte, wir hätten mehr Leute wie euch, die für das Gute kämpfen.
Passt auf euch auf da draußen. Ich hatte echt gedacht, du wählst vielleicht euch, verdanken sie es nicht. Nee, ich hab gedacht, das war meine gute Tag für heute, Tat für heute, aber das Satz, der dann rauskam, war nicht so geil. Jeden Tag eine gute Tat. So. Naja, zumindest manchmal. Hallo? Müssen wir einfach nur weg? Warte mal. Ja, weg! Weg! Exciting! Willkommen! Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Och nee. Jetzt wie auf der Rodelbahn, wenn man zu nah aneinander ist. Ist ja voll langweilig. Kann man gar nicht beschleunigen und so. Jetzt sehe ich dich nicht mehr, jetzt war ich zu schnell. Hast mich einfach zurückgelassen. Na, jetzt bist du wieder da. Tschüss, jetzt gehst du wieder weg. Um die Kurven rum sind wir ein bisschen schneller. Macht Sinn. Schön hier, wirklich. Axialpark. Ein erheblicher Unterschied zwischen Coronet City und anderen Metropolen, zum Beispiel auf Nashada und Coruscant, ist die koreanische Hochachtung vor der Natur. Zwischen den riesigen Hochhäusern und Raketenbahnen Koreas kann man immer auch einen kleinen, von Bäumen gesäumten Park oder einen ruhigen Spiegelteich finden. Der Axialpark ist der stärkste Ausdruck dieses auf Korea vorherrschenden Wunsches, mit der Natur verbunden zu sein. Für die Summe von mehr als 70 Milliarden Credits errichteten die Bauingenieure von Coronet City auf einem wertvollen Anwesen mehrere Museen und Wahrzeichen, die von wunderschönen Parks durchzogen sind. Einige sehen die Zerstörung dieser Schönheit und den Umbau von grandiosen Museen in den Bunker als eine der größten Tragödien des Krieges an. Dann müssen wir mal gucken, wo wir jetzt hin sollen. Ja, erstmal in die Basis wahrscheinlich. Ja. Hier will ja niemand mit uns sprechen. Zumindest scheint es, ne? Ja. So. Ah, jetzt sehen wir was. Ruhegarten. Mission. Mission. Wie ich einfach nicht das Ding gesehen habe. Dieser Guide kann nicht verteidigt werden, aber es gelingt euch noch einen, vielleicht zu greifen. Letzten Befehl des Lagers. Okay, ja. Bert. Bert. Bird. Bird, Bird, Bird. Bird. Sehr schön. Gut, dass sie Scharfschützen in dem Gebiet gibt. Ja. Und wir stehen da einfach. Lalala. Was kümmern uns denn Scharfschützen? Wir sind von unserem Style angetan. Das können wir doch gleich machen, oder? Stimmt auch. Das ist nämlich, ich glaube, das ist so gedacht, dass du das machst, bevor du die Basis. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich sag einfach wieder was Dummes. Lade das verbesserte Zielprogramm hoch. Sollen wir mal gucken, ob wir da eine Bonus haben? Ja, mach nur. Okay. Das ist auch wieder nur so eine Erkundungsquest, denk mal, da musst du einen Button drücken und du das. Wahrscheinlich. Ups, fuck. Auto-Aim. Ups. Ach so. Ja, ich hab weiter auf meine 1 gedrückt und dadurch habe ich die nächste Gruppe gefunden. Sehr hilfreich. Wir bedanken uns. Toll. Unglaubliche Missionsdesigns. Ja. Fahren wir überhaupt richtig? Ja. Da ist noch eine Mission. Davor, ja. Vor der Tür von der Sia Norin. Die spricht bestimmt wieder auch kein Basic.
Chingwanga la hagua chikuska ampasa dobiska. Wama oto chakoga huta pawa to bampaula. Dieser Satz heißt alles. Der sitzt da hinten. Was? Hast du nicht gesehen? Der Krieg fordert der Stadt einen hohen Preis ab. Kongi skocha, punchi nayoka, tupatula musta, ograndi tampio tume tunka. Wasta micha kolkuka tu magi, ta ushagua upa. Die Imperialen konnten die Bar nicht sprengen? Ich bin beeindruckt. Fiba naiga twipi tai boka donko wanawanga. Muguto neompi, bedwana nibobo chopo uma. Kava tuto omishka kava no tesma wadia? Die Truppen brauchen ihre Vorräte. Ich werde eure Männer beschützen. Kora chokunto. Kokuti choski nawi kuchusi yomata chi pompota. Tebisa kakuka pemewata. Hauptsache, wir werden von einem übereifrigen Druiden auch noch unterbrochen. Ja. So, lala. Gucken wir mal, was hier unten los ist. Nicht so viel. Hauptsächlich Hauptquest und Planetenquest. Und Heldenquest. Ja gut, die machen wir ja nicht. Oder ist das eine zum Ab... Ach, das ist eine zum Sprechen. Okay, gut, dann nehmen wir. Das ist ein Terminal. Erst links oder gerade... Okay, du bist gerade... Ist das dein Erstlingswerk? Was? Nein, ich wollte... Der war gut, oder? Der war gut. Also, bei aller Liebe, Schaff den lasse ich mir nicht nehmen. Außer Reichweite der Artillerie! Simmons, Bewegung! Das Imperium beherrscht das ganze Schlachtfeld. Seht selbst! Also, macht es euch nicht zu bequem. Die Imperialen können uns vom Daoba Hotel aus sehen. Und bald werden sie uns bombardieren. Was will das Imperium mit einem Hotel? Abgesehen davon, dass die Lage für ihre großen Geschütze ideal ist. Die Imperialen haben dort eine Menge Geiseln, mit denen sie uns erpressen können. Als das Imperium das Hotel einnahm, haben sie alle Gäste in ihre Zimmer gesperrt und Artillerie auf dem Dach aufgebaut. Wenn wir sie bombardieren, töten wir die Geiseln. Wenn wir Truppen schicken, werden sie von der Artillerie niedergemäht. Uns sind die Hände gebunden. Tja. Das Imperium rechnet mit Soldaten, nicht mit einem kleinen Stoßtrupp. Wir werden die Geiseln rausholen. Eure Einstellung gefällt mir. Meine Beobachter werden mir Bescheid geben, wenn alle Geiseln frei sind. Dann können wir die Artillerie mit einem Luftangriff ausschalten. Seid vorsichtig, wenn ihr drin seid. Die Geiseln werden vermutlich gut bewacht sein. Wir sehen uns, wenn alles vorbei ist. Okay. So, fangen wir mal von rechts an. An. Ich General Arbe. Da bin ich General Aves. Ja. Captain Kantarus sagte, ich würde gebraucht. Wenn wir euch irgendwo auf Corellia brauchen, dann hier. Wir sind nahe dran und die Imperialen wissen es. Wir marschieren schon, seit die Blockade beendet wurde. Als wir den Axialpark erreichten, hat das Imperium schon auf uns gewartet. Der Axialpark ist das Tor zum Kapitolplatz und ein Denkmal für die Geschichte der Republik. Wir dürfen hier nicht versagen. Ich finde, für Denkmäler und Geschichte lohnt es sich nicht zu sterben. Aber für die Republik schon. Das Imperium hat sie schon zu lange mit Füßen getreten. Jedes Mal, wenn wir Fortschritte machen, geraten unsere Soldaten in einen Hinterhalt. Diese Sondereinheiten und die imperiale Armee sind zu viel für meine Leute. Wir stehen vor einer Großoffensive im imperialen Gebiet. Aber ich brauche jemanden da draußen, der sich um die vielen Hinterhalte kümmert. Kann ich auf Verstärkung oder Unterstützung zählen? Leider nein. Wow. Korsak verteidigt den Rest von Corellia. Und meine Leute haben schon mit der imperialen Armee alle Hände voll zu tun. Wir müssen den Boden sichern, den wir schon haben. Unsere Ingenieure heben Gräben um die Kommandozentrale herum aus. Die Ingenieure haben bewaffnete Eskorten. Aber das Imperium hat hart zugeschlagen. Sie werden unseren Schutz brauchen, bis die Gräben befestigt sind. Es wird mehr als Gräben brauchen, um das Imperium zu besiegen. Meine Scouts arbeiten daran, Sondereinheiten aufzuspüren, bevor sie zuschlagen. Wenn ich etwas höre, gebe ich euch euer nächstes Ziel durch.
Bereitet euch gut vor, bevor ihr ausrückt. Auf dem Schlachtfeld gibt es keine Ruhepausen. Mhm. Na gut. Da liegt wieder einer seit 8 Stunden und wartet auf uns, was? Ja, ich musste mich nur mal kurz umschauen. Mhm. Und dann wollte meine Maus dir wieder nicht reagieren. Ich hatte keinen Besuch erwartet. Ich würde ja aufstehen, aber die Sanitäter-Droiden meckern sofort, wenn ich das versuche. Es geht mir immer noch besser als Hawkins, aber das heißt nicht viel. Diese neuen mandalorianischen Raketentrupps des Imperiums zerreißen meine Leute in der Luft. Sie fliegen jetzt? Raketentrupps haben die Mandalorianer noch nie eingesetzt. Das sind Elitetruppen mit Jetpacks und panzerbrechenden Schnellfeuerblastern. Mit diesen Jetpacks können sie überall hin. Und sie knallen uns ab wie Wumpratten auf einer Müllhalde. Es wäre nicht so schlimm, hier festzusitzen, wenn ich wüsste, dass sich jemand um diese Raketentrupps kümmert. Dann hätten meine Jungs noch eine Chance. Ich schaffe euch die Mandalorianer vom Hals. Wo finde ich sie denn? Sie lagern entlang des Ruhmeskreuzboulevards. Aber angreifen können sie von überall. Und noch etwas. Die Mandos haben die Holo-Statuen entlang des Boulevards ausgeschaltet, um dort ihre Artillerie aufzustellen. Diese Statuen sind Abbilder unserer tapfersten Helden. Ihr könnt euch vorstellen, wie es die Stimmung in der Stadt heben würde, wenn sie wieder angeschaltet werden. Ihr braucht nichts weiter zu sagen. Ich mache kurzen Prozess mit den Mandalorianern und reaktiviere die Statuen. Vielen, vielen Dank. Die Sanitäter wollen mich unbedingt hier behalten. Falls ihr Zeit habt, mich nochmal zu besuchen, lasst mich wissen, wie es läuft. Alrighty. Yes, yes, yes. Let's move forward. Hä? Da, ich musste nur mal schnell wieder was loswerden. Und da stand gerade so praktisch ein Händler herum. Mhm. Mach ich richtig? Ja. Ja, ist meine Quest. Du kannst. Mehr kam da nicht. Das ist doch schön, das ist so eine Motivational Speech. Du kannst das! Yes, you can! Dieses Dossier war unglaublich. Oder vielleicht auch allzu glaubwürdig. Leider hat Dodonna Wind von der Verhaftung bekommen. Sie ist zum Wolf geflohen. Sagt mir, dass dafür Köpfe rollen werden. Es könnte euch erschrecken, aber der Jedi-Orden befürwortet grundsätzlich keine Enthauptungen. Wir haben sie bis zum Museum der Fremdlingsgeschichte verfolgt, in dem die Imperialen ein Kriegsgefangenenlager eingerichtet haben. Weiter will das Oberkommando nicht gehen. Ich weiß, dass sie mehr war als nur eure Arbeitgeberin. Darf ich euch jetzt bitten, sie zu verhaften? Ein Teil des selonianischen Tunnelnetzwerks verläuft unter dem Museum. Nur ihr könnt euch dort hineinschleichen und Dodonna finden. Einen Moment lang dachte ich, ihr wollt, dass ich einen Angriff anführe. Wir haben nicht genügend Truppen für einen direkten Angriff auf das Museum. Aber ist es so nicht viel eher euer Stil? Kursk! Buchs in den Wumseltagen, Exkai! Wie unpassierbar. Ein imperiales Minenfeld, Giftgas, menschenfressende Tunnelbestien. Captain, das hier ist Kursk. Sie wird euch dabei helfen, ins Museum zu kommen. Gekauft. Der Captain liebt Explosionen. Wow. Wow. Nettes Briefing. So viele Optionen. Mhm. Wow. Ich dachte mir auch gerade. Lass die mal den Scheiß rumliegen. Aber ich sehe. Major, gut. Fangen wir gleich an. Captain Ferris kehrt mit unseren Streitkräften zurück und wir müssen ihnen einen Landeplatz sichern. Der beste Ort hier im Axialpark ist das korellianische Raumschiffmuseum. Oh, das kenne ich noch. Auf dem Gelände gibt es einen großen Landeplatz, den unsere Leute gut erreichen können. Leider steht auf dem Landeplatz ein berühmtes korellianisches Kriegsschiff, die Lucky Lancer.
Ihr müsst euch darum kümmern. Soll ich das Ding zerstören? Ich glaube, das wäre die klügste Entscheidung. Ja. Die Lucky Lancer ist das berühmteste korellianische Schiff der Galaxis. Wir können es nicht einfach in die Luft sprengen, um einen Parkplatz zu haben. Mhm. Hört zu. Ich habe Freiwillige, die die Lancer wegfliegen und sie an einem sicheren Ort verstecken würden. Ihr müsst sie nur zum Museum begleiten. Eskortierungsmissionen sind riskant und zeitaufwendig. Das Schiff zu zerstören ist die weitaus bessere Lösung. Wir müssen den Kampfgeist der Leute erhalten. Das geht schlecht, indem wir ihre Geschichte zerstören. Wenn ihr denkt, dass ihr das Schiff retten und trotzdem die Missionsziele erfüllen könnt, dann tut es. Aber beeilt euch. Danke, Major. Ganz Corellia wird Lobeshymnen auf euch singen, wenn ihr dieses Schiff rettet. Alles klar, Leute. Ihr werdet vom Major zum Museum eskortiert. Haltet die Köpfe unten, befolgt eure Befehle und holt die Lancer da raus. Jawohl, Sir. Laboramanka. Mamnikak. Nagnaya Mamnikamka. Volksbanken, Raiffeisenbanken. Wir machen den Weg frei. Tut mir leid. Hast du das im Let's Play schon nicht ein paar Mal? Ich weiß gar nicht, wann du das hast. Vermutlich, wann immer sowas kommt. Ich weiß nur, dass du es vor kurzem gemacht hast. Das ist nicht unsere Farce. Nee, oder im Pen and Paper. Das kann sein, ja. Wo müssen wir denn raus? Rechts. Ich finde es nicht gut, dass wir immer so rechtsorientiert sind. Ja. Das gefällt mir jetzt nicht wirklich. Schauen wir mal. Och, okay, wir dürfen links. Durch den Park. Oder wie ich, man bleibt einfach an der Barrikade stecken. Erst die mandalorianischen Dings. Was? Ach, die verstehe. Wow. Ich hab die Mittel und den. Ey, Republik, hier gibt's ein bisschen imperiales Problem. Könnt ihr die vielleicht mal ausschalten? Nö. Was so. Müssen wir hier tun? Ja, weiter hinten erst. Cool. Ach, Mandos, dann. Ja. Dann Planetenquest und dann immer weiter. Und noch viel weiter. Genau. Erst mal richtig hinsetzen. Jawohl. Ach, hier sind ja schon mandalorianische Räuber. Das reicht jetzt! Papa Räuberli. Im Wald, da sind die Räuber. Rechts. Zu Befehl, Soldat. Genau, da leuchtet auch noch was blau. Wahrscheinlich ein Betrunkener. Mal, das sind nämlich die nächsten Sachen. Warte mal, ich tue jetzt das mal, bevor wir da jemanden töten. Was? Okay. Bonus! Siehst du? Ja, das gibt sich ja nicht automatisch ab. Naja, wenn man es nicht mal aktiviert. Ja, gut, ja. Mhm. So, wo sind da noch weitere? Da unten. Hier. Und auch, wir müssen trotzdem, glaube ich, daneben hoch wieder. Mhm. Die sind sogar alle markiert auf der Map. Wo die sind. Ich hab was gepult. Ja. Ein Polunder? Ja. Ach, oh, das sind ja. Jetzt guck ich erstmal hoch, wie das Ding ausschaut. Das sind wahrscheinlich die Gründungsväter oder so. Oder Mütter. Ja, irgend so eine Kacke. Väter und Mütter des Grundgesetzes oder so. Ah, warte mal, da steht sogar was. Mission Wow! Na, ja, schön, dass die ersten vier schon wieder deaktiviert sind. Ja, ne? Schauen wir mal, was wir da haben. Salva, okay. Kenn ich nicht. Das ist der Wookie. Wow. Aber kennt man den? Jolly Bindo kenne ich zum Beispiel. Ja. So, Bastila-Schaden. Mhm. Schade, dass wir die ersten drei nicht mehr aktivieren können. Ja. Hätten wir vorher gucken müssen. Naja, egal. Wir müssen hier weiter. Oh ja. Wir müssen die Schützengräben ausheben. Oder so ähnlich. Davon gibt es noch mehr. Kennst du das? Was? Dieses Lautgedicht. Nee. Schützengraben. Ich werde es jetzt nicht demonstrieren, weil ich kann das nicht. Okay. Dankeschön. Ja. Ich meine, danke, dass du es nicht gehört hast. So, um 60 Stunden. Ja.
Highly appreciated, wie die Engländer sagen. Ja. Mal ein paar leichtere Gegner nehmen. Ja, man muss auch immer groß nehmen. Ja. Haben wir noch eine Dreiergruppe irgendwo? Machen wir einfach die da und den starken hier noch. Ich habe Post. Ich auch. Bestimmt wieder irgendeine Missions-Lady, die sich drin. Ja. So, jetzt müssen wir da runter, das ist eine Quest. Das ist wieder mal so ein Druiden und Ding oder so. Ich kam nicht hoch. Diese Details. Es ist ja auch Zeit, dass mal jemand reagiert. David ist halb tot. Henry und Chrisim geht es auch nicht viel besser. Die Imperialen haben uns festgesetzt und ihr gehört nicht zur Corsac. Dann haben sie Kontrollpunkt Lambda vermutlich auch überrannt. Ich hoffe, ihr seid großmütig, denn unsere ganze Mission ist gefährdet, wenn uns nicht von außen jemand hilft. Ich bin ganz Ohr. Wir sitzen hier zwar in der Falle, aber inzwischen könntet ihr vielleicht unsere Aufgabe vollenden. Ein Netz von Überwachungskameras, Surfnet, überzieht die ganze Stadt und liefert Informationen an die Überwachungsstationen hier in der Corsac-Akademie. Mein Trupp sollte die Akademie infiltrieren und die Stationen lahmlegen. Zurzeit kann sich kein Republikaner die Nase putzen, ohne dass die Imperialen Bescheid wissen. Dann müssen die Stationen allerdings ausgeschaltet werden. Aber was ist mit euch? Uns sollt ihr auch nicht vergessen, aber erst müsst ihr die Stationen lahmlegen. Ich befinde mich mit meinem Trupp im Hauptgebäude. Wir haben die Bildschirme hier zerstört, bevor die Imperialen auf uns aufmerksam wurden, aber es gibt noch mehr davon. Nehmt euch in Acht und beeilt euch! Wir sehen uns, wenn ihr zu uns vordringt. We see you when we see you. Okay, wir gucken mal auf die Map. Das ist gleich hier, oder? Rückgewinnung. Genau, machen wir erstmal das. Und dann gehen wir nach unten wieder, wo die anderen Quests sind. Gibt's hier einen Bonus? Weißt du das? Da müssen wir so werden, mit nicht zu tun. Nein. Tja, okay. Das kommt davon! Mosse. Mosse France. Alter, das sieht aus, als wir auch. Das sieht auf der Karte sehr lustig aus, das die Artilleriesteuerung. Ja. Wollen wir erst die Heldenquests machen da rechts? Können wir. Wenn wir einmal vorbeifahren. Ach, hier kommt ein Hotel. Das ist sogar cool hier, ne? Mit dem Hotel. Das ist so dieser Vorbau, wo man drunter parken kann. Wir sind ja hier im Hotel. Gibt's hier eine Rezeption? Wo war denn dann Hausmeister? Das heißt so die Quest. Ach so. Ich dachte, du hast da war ein gelber NPC, der Hausmeister heißt, weil es ein Hotel ist. Dachte ich, deswegen habe ich gewundert. Das ist das Was müssen wir hier machen? Rette die Geiseln, genau, und halt Gegner töten. Als Bonus. Findet Nemo. Heißt so eine Quest? Nein. Das hätte es da. Yes, das nochmal nur lila. Uiuiui. Halt, du gehst in die andere Richtung. Ja, ist egal. Ja, nur dass ich nicht versehentlich. Wir werden wahrscheinlich auch alleine mit denen fertig geworden. Können doch alle nix. Au. Au! Au! Wie war das? Die schuppen mich. Würde ich auch. Die haben mich geschubst. So. Ja, ich mach. Noch keine Geiseln gesehen, oder? Brauchen wir die drei?
Hier sind noch Geiseln, oder? Nee. Ja, das sind Dinge zum Drücken. Ja, wir müssen die Hotelräume quasi aufmachen. Waren da schon welche? Haben wir schon welche übersehen? Ich denke, ich wüsste. Okay. Aber da ist ja auch noch Platz. Ach, da ist noch einer. Oh Gott, ich denke. Warum laufe ich denn so langsam? Wow. Das sind aber viele. Mhm. Warte, ich schaue jetzt noch mal da drüben, bevor wir weiterrennen. Ich befreie da mal. Ach, das. Jetzt kann ich nicht. Ach so, ja, ich bin hier zu nah an den Rand gelaufen, habe ich nicht gesehen. Dass hier auch nur einer steht. Bleib schon da, ich mach. Ja, kannst du. Muss ich nur kurz warten. Hat es gezählt? Ja, es müsste ja. Drei habe ich. Sehr schön. Weil wir ja hier in der Phase sind. Zusammen. Okay, today. Then let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Heulsusen. Hätte euch halt nicht dem Imperium anschließen dürfen, wenn ihr nicht sterben wollt. Choices. Choices matter. Choices matter, genau. Könnt ihr den Entwicklern danken. Ja. Ups. Ja, da hinten ist ja eh der Anführer, den müssen wir auch töten. Das sind bestimmt noch zwei Zimmer. Und dann sind da noch zwei Zimmer, genau. Mach mal das allein. Und dann passt, ja. Muss mir nur kurz Zeit geben, dass ich mich wieder tarnen kann. Hm. Ich kann auch den kurz dingsen. Ne, ja, müssen wir aber töten. Ja. Ne, ich meinte nur kurz vor, just for fun. Ich glaube, ich habe meine Schmuggler nicht mehr in der Ausbildung. Ich habe die Mittel und den Mumm. Ja, das ist so ein Mini-Effekt, wenn du jemanden quasi mit einem Schlaf freiwilligst und dann danach angreifst, dann hat er irgendwelche Buffs. Besser als das. Das ist so unwichtig. Ein Gourmet-Rationspaket. Ich bin froh, dass ich jemanden gefunden habe, der nicht nur redet, sondern auch raus. Handelt. Der Weg müsste ja frei sein. Im größten Teil. Ja, die paar Leute, aber da müssen wir ja nicht vorbei. Musst du ja reinwärts auch nicht vorbei. Ja. Reinwärts ist immer noch eines meiner liebsten deutschen Wörter, was es nicht gibt. Hm, rechtsrum sind wir voll, ne? Mhm. Oh, da liegt noch was Gelbes. Für mich nicht. Tut mir leid. Muss es ja nie da unter die Nase. Stabilisator. Fünf Stück, oder? Muss es mir nicht unter die. Oh, nee, fünf Stück. Muss es mir nicht unter die Nase reiben. I'm rich, no, I'm not. Du bist ja der reiche Boy. Tja, kann auch nichts dazu. Von uns beiden. Wenn die Leute das kaufen. Wenn die Leute beim Handelskurs Sachen kaufen wollen, dürfen sie es ruhig kaufen. Tja. Sind alles mündige, das ist der aus wie Public-Spieler. So, hier ist da auch irgendwas, oder? Ja, wir müssen da hoch. Sicher? Ja. Ich müssen da irgendwie aus dem Handel. Natürlich ist hier die Treppe. Natürlich wieder. Ja. Hä? Ach, das ist eins was für dich. Oh. Sind da ist deine Klassenquest. Ich hab schon mal vom Kunden mit dem reden. Ja, reden, ich hab den auch nur einmal angeklickt, aber ja.
Nee, das ist nicht meine Schuld. Ach nee, die Lucky Lancer ist unsere Dingschwest, ne? Und was ist das jetzt? Was du gerade machst? Wie eine Schlachtfeld. Hast du den gemacht? Ja. Ja, ja, dann ist das die. Aber das zählt nicht für mich gerade. Warte. Jetzt sieh dir die Imperialen bei der Langstreckenartillerie. Für mich zählt das gerade nicht. Ich glaube, wir hätten erst in die Mitte gemusst. Sicher, dass das hier. Das. Ich bin mir gerade nicht sicher, was das ist. Es kann sein, dass das erst als 1 zählt, wenn wir das alles hier machen. Ne, triff dich mit dem Reparaturbedien, das ist Raketenbahnunterstützung. Ach, da unten! Hä, warte mal. Ja, jetzt, okay. Ah, das wird dich jetzt gar nicht gezählt. Ne, aber jetzt muss ich Verteidiger das Reparaturteam machen. Ich muss den auch nochmal angucken, quasi. Diese Logik. Bleib mal an der Ecke stehen. War's das noch? Noch nicht. Irgendwann muss noch ein starker sein. Ein halbstarker jetzt. Ja. Na? Das war's. Kehre zu Xeson noch hin zurück. Genau, jetzt hat's für mich auch gezählt. So, was ist das da oben? Rückgewinnung. Rückgewinnung. Das ist mit den Kameras und dann gehen wir erstmal noch. Dann ist die Folge vorbei. Dann lass mich gucken, ob ich da so. Ah, okay, nee. Oh, kommen wir nicht so an. Gut, die beiden Hanschen da, die kriegen wir auch ja. So hin. Tja, das kommt davon! Alrighty, meine Damen und Herren, das war's eigentlich schon für diese Folge heute erstmal. Wir gehen noch zu der letzten Rückgewinnungssache. Die ist gleich gegenüber. Dann in der nächsten Folge kümmern wir uns um den Park und um die Leute da. Also somit um die Planetenquest und danach. Ach, da drüben müssen wir rein. Okay, das können wir dann danach machen. Gut, dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao. Tschüss.